Kann losgehen. Eine neue Folge bei Blau-Weiß interviewt. Heute wollen wir uns mal unserem Offensivspieler Tarik Shahid widmen. Tarik, nicht nur immer die Offensive, auch die Defensive ist im Moment dein Zuhause. Du bist schon seit einigen Jahren bei uns und wir wollen gerne mal so ein bisschen zurückblicken und auch auf die Aktualität schauen. Vielleicht kleine Einstiegsfrage. Du bist ja schon länger dabei. Von welchem Spieler hast du dir in deiner Kindheit vielleicht oder in deiner Jugend das erste Trikot gekauft? Das erste Trikot gekauft habe ich mir damals, glaube ich, war das von Ronaldinho, das brasilianische Nationaltrikot. Warum hast du dir genau das Trikot gekauft? Mir hat seine Art gefallen, Fußball zu spielen und auf dem Schulhof haben wir dann auch immer uns dann so nach den ganzen großen Fußballern benannt und da hatte ich dann auch immer das Trikot von Ronaldinho an und wollte auch so spielen wie er. Das heißt, das war vielleicht auch ein Vorbild für dich in der Vergangenheit? Ja, früher definitiv. Dein erstes Tor für den ersten FC Magdeburg, für die Profimannschaft, kannst du dich noch daran erinnern, welches ja. Das war und wie es gefallen ist? Das war ein Heimspiel gegen Bremen 2. Da hat Sebastian Ernst den Ball von der linken Seite reingeflankt und Tore Jakobsen stand da damals noch bei Bremen 2 im Kader. Wollte den Ball klären, hat den aber leider nicht ganz so geklärt, wie er es wollte. Und dabei kam dann quer durch den 16er nochmal zu mir und ich musste dann nur meinen Fuß reinhalten. Und ja, das war mein erstes Tor für den FCM. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Stimmt nicht Nach ganz. Nach unseren Recherchen gab es ein anderes Tor. Und zwar war das in der Regionalliga für den ersten FC Magdeburg. Okay, vielleicht ja, ich erinnere mich, ja. Das war bei Hertha 2. Da kam eine Flanke von rechts. Ich glaube, die war von Hebisch. Von Hebe war die Flanke und da gehe ich hoch zum Kopfball und der Verteidiger auch und der Ball bleibt halt dann sozusagen zwischen uns liegen und ich schieb den dann mit links ins Eck und das war das 3-1. Genau, nämlich am Ende gewann der FCM 4-1, war der vorletzte Spieltag der Regionalliga im Jahr 2015 und wenige Wochen später sollten dann die Aufstiegsspiele gegen Offenbach folgen. Du hast über 100 Pflichtspiele absolviert. Siehst du dich deshalb als Führungsspieler beim FCM? Ja, also allgemein auch durch die lange Zeit, die ich jetzt schon hier bin und weil ich den Verein eigentlich sehr, sehr gut kenne, sehe ich mich schon als Führungsspieler. Ich bin zwar noch sehr jung, aber ich wurde auch von der Mannschaft im Mannschaftsrat gewählt und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass die Jungs mich auch als Führungsspieler akzeptieren. Ich versuche natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen und in der Kabine zu helfen, wo es geht oder auch außerhalb des Platzes zu helfen, wo es geht. Aber ich denke, da gibt es noch ein paar größere Jungs als mich in der Kabine, die dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu sagen haben. Du hast oder absolvierst jetzt im Moment die 6. Saison im Herrenbereich, also hast schon einiges an Erfahrung gesammelt, aber vor allem auch, weil es von der Regionalliga bis in die 2. Liga ging, jetzt wieder 3. Liga. Wie blickst du bislang auf diese Zeit zurück? Was hast du vielleicht auch mitgenommen? Ja, ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Ich glaube, ich habe mein 5. Jahr, in den 4 Jahren davor und auch jetzt in diesem 5. Jahr so gut wie alles schon erlebt. Ich bin aufgestiegen, ich bin abgestiegen, ich hatte eine sehr, sehr lange Verletzungspause und ich habe eine Zeit lang gespielt, ich habe eine Zeit lang nicht gespielt, also ich denke, die Erfahrung, die ich hier sammeln konnte, war sehr groß und hilft mir auch enorm weiter in meinem zukünftigen Weg und auch wenn mal jüngere Spieler mal was wissen wollen oder mal eine Frage haben, denke ich, kann ich auch dann sehr, sehr gut helfen. Du warst im Laufe deiner Zeit schon immer sehr flexibel einsetzbar, auch in der A-Jugend war das schon der Fall. Im Moment spielst du unter Stefan Krämer eher im defensiven Bereich, hast jetzt auch zuletzt rechts hinten ausgeholfen, aber zu Saisonbeginn eben auch rechts vorne. Wo siehst du dich vielleicht eher und wo siehst du darin auch vielleicht deine Stärken? Ich denke, ich kann beides ganz gut spielen, aber ich denke, ich bin etwas besser hinten rechts aufgehoben, also auf der Rechtsverteidigerposition durch meine Laufstärke und auch meinen Biss in den Zweikämpfen. Aber wobei ich auch sagen muss, dass ich vorne, wenn ich vorne spiele, auch sehr viel Spaß habe und
halt dort auch meine Laufstärke einsetzen kann. Und ja, es also kommt immer drauf an, wo der Trainer mich braucht, und da spiele ich dann auch. Im Laufe der letzten Jahre hat sich viel verändert. Viele Jungs haben uns verlassen, sind viele neue Jungs auch dazugekommen. Das ist immer gut, aber kann vielleicht auch schlecht sein. Trotz allem die Frage, hast du noch Kontakt zu Spielern, die uns im Laufe der Jahre verlassen haben, und wenn ja, vielleicht zu wem? Ja, ich habe noch sehr, sehr viel Kontakt zu Steffen Schäfer, zu Philipp Türpitz und auch zu Tobias Schwede. Mit denen telefoniere ich regelmäßig und freue mich auch immer, wenn ich was von denen höre und wenn ich auch sehe, dass die Jungs spielen und auch erfolgreich sind. Natürlich schade, weil ich hätte die auch gerne noch ein bisschen hier behalten. Aber trotzdem, so sollen die noch viel Erfolg haben in ihrer Zukunft. Und ja, ich freue mich immer wieder, wenn man sich über den Weg läuft. Das Zweitliga-Jahr in der vergangenen Saison war vor allem mit vielen Tiefen verbunden. Wir haben oftmals Niederlagen einstecken müssen, späte Gegentore. Und du bist selbst auf wenig Einsatzminuten gekommen oder gekommen. Was war das für dich für eine Zeit? Was hast du vielleicht auch mitgenommen in dieser Zeit? Und es gab ja dann hinten raus auch noch mehr Einsatzminuten. Ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das war halt wieder so eine Zeit, wo es nicht so gut lief, aber wo man auch viel lernen konnte, gerade auch für den Kopf, dass man immer bei der Sache ist und immer positiv bleibt und nie aufgibt und immer weitermacht. Und ich denke, das hat sich dann auch zum Ende der Saison hin ausgezahlt, dass dann Michael Oenning mich dann spielen lassen hat und mir die Chance gegeben hat und ich die dann auch ganz gut genutzt habe, denke ich mal, und dann halt noch ein paar mehr Spiele machen konnte. Ist natürlich immer schwer, aber so jetzt, wenn es nochmal passieren sollte, dann bin ich auf jeden Fall vorbereitet und weiß, wie ich mit der Situation umzugehen habe. Im Sommer, du hast es angesprochen, Situation ist das gute Stichwort, gab es einen großen Umbruch in der Mannschaft. Viele neue Gesichter sind zu uns gestoßen. Das heißt, du hast auch so ein bisschen die Rolle des Führungsspielers übernommen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Was sind für dich persönlich so die Ziele in dieser Saison? Für mich persönlich die Ziele sind, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen und ich auch alles dafür gebe. Und auch jeden Einzelnen pushe, dass der alles dafür gibt und damit wir zusammen erfolgreich spielen und eine gute Saison haben und alle glücklich und zufrieden sind nach dem Jahr. Und ja, das lege ich mir als Aufgabe und ich denke, das hat auch jeder andere Spieler auch vor. In dieser Saison fehlt uns noch so ein bisschen die Konstanz. Das wird auch oft von außen uns angekreidet. Was kannst du tun, damit die Stimmung in der Mannschaft vielleicht immer gut ist? Ja, ich denke, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist, da kümmere ich mich schon drum, aber das bleibt dann auch in der Kabine. Mal hier und da ein Witz ist immer ganz gut, aber auf dem Trainingsplatz dann, wenn die Übungen dran sind oder wenn wir halt trainieren, dann ist schon voller Fokus und da ist jeder auch mit 100% dabei und das ist auch das Mindeste, was wir tun können, damit wir auf jeden Fall die Spiele positiv bestreiten und halt auch wirklich gute Spiele machen. Da muss man mit 100% beim Training sein, ansonsten kann man es auf den Platz nicht bringen. Und wie gehst du mit der Kritik um, dass wir zuletzt vielleicht zu unkonstante Leistungen gezeigt haben? Es gab ja auch Gespräche mit den anderen Führungsspielern in der Öffentlichkeit. Christian Becks und Bertram haben gesagt, da sind sie gefragt. Siehst du dich da auch mit in der Pflicht? Ja, definitiv. Also wenn ich nicht spielen sollte, dann sehe ich mich auch zumindest auf dem Trainingsplatz in der Pflicht. Aber auch wenn ich dann spielen sollte, dann halt auch auf dem Spielfeld auf der Pflicht, dass ich auf jeden Fall auch 100% gebe und die Jungs mitreiße oder versuche mitzureißen. Und wenn wir mal ein Gegentor kassieren, dass wir trotzdem die Brust raus und den Kopf oben halten und dann versuchen, das Ding zu drehen. Also da stimme ich den beiden Jungs zu und versuche da auch schon, dann deren Weg einzuschlagen. Wir blicken etwas zurück. Du hast viel Zeit auch im Sparkassen-Nachwuchsleistungszentrum verbracht, hast zum Beispiel auch unter unserem Ex-Trainer Ronny Thielemann gespielt, hattest dort viele Einsätze, sehr leidenschaftlich gespielt. Wenn du heute mal zurückblickst, was war das für eine Zeit und schaust du vielleicht auch gern mal bei den U-Mannschaften heute noch vorbei? Ja, also die Anfangszeit war natürlich sehr schwer. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause und dann noch alleine im Internat.
Aber eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, war das schon eine coole Zeit, weil man ist halt im Internat mit den ganzen anderen Jungs, die auch in der Mannschaft spielen und man hängt halt jeden Tag zusammen, man macht zusammen Hausaufgaben, man trainiert zusammen, man hat zusammen dann die ganze Freizeit und es war schon eine coole Zeit, es hat immer Spaß gemacht und ja, also an sich war es schon echt cool damals, ja, das stimmt. Dein Cousin Sofian Schahed ist ja auch vielen bekannt, dass es dein Cousin ist, ist bei Hertha im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Tauschst du dich viel mit ihm aus und wenn ja, worüber tauscht ihr euch so aus? Ja, also wir telefonieren regelmäßig und fragen halt so, wie es einem geht und wie es so läuft. Und wenn er mal ein paar Spiele oder mal ein Spiel geguckt hat von mir, dann sagt er auch, was ihm auf dem Herzen liegt und versucht mir halt zu helfen. Ja, aber sonst reden wir eigentlich mehr über private Dinge. Und ja. Genau wie Sofian lebt der Großteil deiner Familie in Berlin. Welchen Stellenwert nimmt die Familie für dich ein? Beziehungsweise, ich habe auch gesehen, du hast einen kleinen Bruder. Welche Bedeutung hat er für dich? Ja, also meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben und gerade auch meine Mutter und meine beiden Geschwister und mein Vater natürlich auch, weil es immer so ein Ort ist, an dem man sich ein bisschen zurückziehen kann und die immer für einen da sind in schweren Zeiten. Deswegen ist Familie für mich wirklich das Allergrößte und Allerwichtigste und ich habe auch regelmäßig zu denen Kontakt und wenn wir Zeit haben oder mal frei haben, fahre ich dann auch direkt nach Berlin und besuche die. Also schon schön, wenn man weiß, dass man jemanden hat, der immer dann noch für einen da ist. Ryan Coughlin hat vor 2 Wochen gesagt, du bist der beste FIFA 20-Spieler an der Konsole. Wie stehst du dazu, zu dieser Aussage? Ja, ist die Wahrheit. Nee, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht gegen jeden aus der Mannschaft gespielt, aber gegen die Jungs, gegen die ich gespielt habe, da habe ich die auch ehrlich gesagt vernichtet. Und der Einzige, der so ein bisschen mithalten konnte, war der Jasula, aber das war ein bisschen mehr Glück für den. Deswegen würde ich schon zustimmen, dass ich da der Beste in FIFA 20 bin. Bis jetzt. Bis jetzt. Also Jürgen, an dieser Stelle der Hinweis, du solltest noch einmal das Match suchen. Ja, kann noch ein bisschen trainieren gehen. Ja, ansonsten, wenn du vielleicht nicht gerade an der Konsole hängst, wo würde man dich in Magdeburg finden? Vor allem vielleicht auch im Sommer, da kann man ja auch ein bisschen mehr draußen machen. Ich gebe da so ein Café, das heißt, glaube ich, Café am Domfelsen. Da sitze ich ganz gerne. Da saß ich auch früher mit Torpedo und mit Steffen immer zusammen. Wenn wir mal ein bisschen Zeit hatten, haben dort einen Kaffee getrunken und einfach ein bisschen entspannt. Das war mal ganz schön dort. Ansonsten bin ich meistens dann bei Kollegen zu Hause. Also wir treffen uns jetzt zum Beispiel sehr häufig bei Manni zu Hause. Oder früher waren wir auch oft bei Steffen oder bei Torpedo, haben dann einfach zusammen Fernsehen geguckt, gequatscht, gegessen, sowas halt, also nichts Besonderes. Dann habe ich hier noch eine andere Frage, die hat mir mein Kollege auf den Tisch gelegt, und zwar, wer ist der beste DJ in der Kabine? Der beste DJ in der Kabine. Also ich würde sagen, La Prevotte ist mit dabei. Mir gefällt seine Musik, ist zwar auch oft was Französisches dabei, aber mir gefällt der Rhythmus und auch die Melodie und alles. Manni und ich haben ungefähr denselben Musikgeschmack, deswegen macht er auch immer einen guten Job. Ja, und sonst ist halt viel gemixt, so ist nicht so. Ja, die beiden würde ich schon nehmen. Früher sicher Nico Hamann, oder? Ja, Nico Hammann war echt stark. Der hat immer für alle was dabei gehabt, das war mal ganz gut. Jetzt ist halt, jeder hat so ein bisschen so sein eigenes Ding, aber am Spieltag haben wir eine Playlist, wo jeder seinen Song drauf hat, also ist auch was für jeden dabei und das passt auch ganz gut. Hast du schon Pläne geschmiedet für die Zeit nach deiner aktiven Zeit im Fußball? Ehrlich gesagt noch nicht. Also ich denke, das ist Zukunftsmusik und was in der Zukunft passiert, kann keiner voraussagen. Deswegen lasse ich das auch auf mich zukommen. Ich möchte natürlich so erfolgreich wie möglich Fußball spielen und sowas wie ein Studium oder so habe ich natürlich auch im Hinterkopf, aber das werde ich dann auch jetzt schon demnächst dann anfangen. Und was halt dann nach meiner Karriere passiert, dann das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen.
Vielleicht für den weiteren Saisonverlauf, was wünschst du dir persönlich noch und beziehungsweise der Mannschaft auch, was wünschst du der Mannschaft? Ja, ich wünsche natürlich der Mannschaft und mir persönlich Punkte, dass wir sehr erfolgreich spielen und auch Spaß haben am Fußball und dass jeder sich voll reinhaut und dass wir, wie gesagt, schon eine erfolgreiche Saison spielen und unsere Ziele erreichen. Das wünsche ich mir dem Verein und auch den ganzen anderen Jungs und ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg. Tarek, ganz lieben Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und vor allem eine verletzungsfreie Zeit. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.